Er sagte, kommen Sie näher und schauen sich das mal an. Er macht den Koffer auf, ich guckte zweimal hin und sagte ganz erstaunt, was ist denn das denn Ding? Wofür ist denn dies? Wofür ist denn das? Wenn man damit spielt, das macht bestimmt viel Spaß. Wofür ist denn dies? Hey, was seh ich da? Das ist sowas Schönes, wie ich niemals sah. Wofür ist denn dies? Was passiert denn hier? Lass es mich berühren und sehen, was dann passiert. Wofür ist denn dies? Kann man daran drehen? Oder ist das Ganze nur schön anzusehen? Schalalalala, schal. Wenn der Frühling kommt, da schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Tausend Rosen, tausend Gelbe, alle wünschen dir dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam, sagte zum Maischen der Jan. Morgen muss ich in die Ferne, Antje, was machen wir dann? Und bei der uralten Mühle küssten sich zärtlich die zwei. Ich hab dich so lieb, doch beim Verzehren, mein lieber Freund, gib acht, dass du beim Essen keinen Fehler machst. Achtung, jetzt kommt! Wenn die Ananas in Pommes kratzt, dann ist sie nicht geschält. Dann hast du dir die falsche Frucht zum Essen ausgewählt. Wenn die Ananas in Pommes kratzt, dann guckst du leicht gequält. Denn jeder weiß, die Ananas gehört vorher geschält. Denn jeder weiß, die Ananas gehört vorher geschält. So was gefällt euch aus Odenwald dahin, das war mir klar, ja? Eine Banane, du brauchst Vitamine, ist noch ne Apfelsine. All diese Früchte sind, wie ich das so sehe, gar nicht gefährlich und tun auch gar nicht weh. Achtung, jetzt könnt ihr ein bisschen mitklatschen. Wenn die Ananas in Pommes kratzt, dann ist sie nicht geschält. Dann hast du dir die falsche Frucht zum Essen ausgewählt. Wenn die Ananas in Pommes kratzt, dann guckst du leicht gequält. Denn jeder weiß, die Ananas gehört vorher geschält. Denn jeder weiß, die Ananas gehört vorher geschält.